Herr Präsident, meine Damen und Herren! Investitionen in Wissenschaft und Forschung bleiben zentrale Bausteine für die Entwicklung des Landes. So steht es in Ihrem Koalitionsvertrag auf Seite 31. Und dieselben Sätze haben Sie schon in den Koalitionsvertrag von 2009 geschrieben. Und nun darf man doch fragen, nach zwei solchen Koalitionsverträgen, was ist denn nun für das Land die zentrale Bedeutung von Wissenschaft und Forschung? Und was ist denn rausgekommen, zumindest mal aus dem ersten Koalitionsvertrag? Ich kann Ihnen das sagen, bei den Ausgaben für Forschung und Lehre gemessen am Gesamtetat liegen wir im Bundesländervergleich auf Platz 16. Auch wenn man andere statistische Größen heranzieht, wie beispielsweise den Anteil der Ausgaben gemessen am Pro-Kopf-Einkommen, bildet Brandenburg bundesweit das Schlusslicht. Nur bei den Ausgaben pro Student haben wir nicht die ganz rote Laterne, sondern liegen auf Platz 14. Nun wird Frau Kunst mir gleich sagen, Frau Ministerin Kunst, Entschuldigung, wird mir gleich sagen, ja, das muss man differenziert sehen. Und sie wird anführen, dass die Ausgaben für die Fachhochschulen in Brandenburg bundesweit an siebter Stelle liegen. Aber Frau Ministerin, der siebente Platz unter 16 ist auch nur trauriges Mittelmaß. Doch sei es drum. Tatsache ist, dass wir mit den Fachhochschulen alleine mit Sicherheit keine jungen Menschen nach Brandenburg locken, jedenfalls nicht in der Zahl, die wir brauchen, um Brandenburg als attraktiven und leistungsfähigen Wissenschaftsstandort zu etablieren. Und so ist es eben doch das undifferenzierte Gesamtbild, das zählt. Und liebe Kollegen, Kolleginnen, das ist eben nun doch ein Ritual, dass Sie alles verteidigen. Herr Ness hat vorhin gesagt, wir sollten mal von den Ritualen lassen. Aber was bleibt uns anders übrig, diese Zahlen zu nennen, nachdem Sie das alles doch sehr schön geredet haben und man das Gefühl hat, Wissenschaft und Kunst sind in diesem Hause, nicht nur diesem Hause, sondern diesem Land wirklich zu Hause. Es ist meiner Ansicht nach eine niederschmetternde Bilanz. Nun will ich gern zugeben, es ist ja auch gesagt worden, dass für die Hochschulen im Land Frau Ministerin sich sehr eingesetzt hat. Ja, die Ausgaben steigen. Sie steigen aber eben nicht so, dass sie die rote Laterne abgeben. Sie steigen im Einzelplan 06 um fast 50 Millionen bis 2016. Es hat offensichtlich sehr viel Druck von den Hochschulen gegeben und bei den Anhörungen konnte man das auch hören. Und der Opposition hier im Landtag in der vergangenen Legislaturperiode ist tatsächlich so etwas gelungen, dass die Regierung Einsicht zeigt. Das soll man auch erwähnen und man soll das auch loben. Weniger einsichtig, liebe Kollegen, waren Sie hingegen beim Denkmalschutz. Und das ist hier nun schon zweimal erwähnt worden. Frau von Halen hat es angesprochen. Dabei ist die Pflicht gerade in diesem Fall völlig eindeutig definiert. In Artikel 34 der Landesverfassung steht der schöne Satz, Kunst und Kultur, über Kunst und Kultur, das kulturelle Leben in seiner Vielfalt und die Vermittlung des kulturellen Erbes werden öffentlich gefördert. Kunstwerke und Denkmale der Kultur stehen unter dem Schutz des Landes, der Gemeinden und der Gemeindeverbände. Und Frau Ministerin, mit Ihrem Amtseid haben Sie geschworen, Verfassung und Gesetze des Landes zu wahren und Ihre Pflichten gewissenhaft zu erfüllen. Nur muss ich sagen, was ist gewissenhaft, wenn als erste Amtshandlung in dieser Legislaturperiode die Fördermaßnahmen für die Denkmalhilfe von 17 auf 14 Millionen Euro gekürzt worden sind? Und Sie wissen genau, dass von den 430 denkmalgeschützten Schlössern und Gutshäusern in Brandenburg 149, also 35% Sanierungs- und Sicherungsbedürftig sind.
Frau Ministerin und die lieben Kollegen, die die Regierung tragen, ich habe manchmal das Gefühl, das ist wie mit dem Geschichtsunterricht bei Ihnen. Sowas wie die Identität des Landes formulieren Sie zwar gern, aber wirklich wichtig ist Ihnen weder eine historische Bildung noch eben der Schutz dieser Denkmäler, die die historische Bildung erst möglich machen. Und das halte ich für etwas, was höchst problematisch ist. Nun will ich gern einräumen, Sie haben schnell bemerkt, dass Sie mit den Kürzungen in der Denkmalpflege weit übers Ziel hinausgeschossen sind und haben dann in einem Änderungsantrag, ist schon merkwürdig, 750.000 Euro nachgeschoben bis 2016. Doch unterm Strich, trotz der 750.000, sind es einfach in den kommenden 2 Jahren 15% weniger. Und das muss man doch bei all dem Lob ganz deutlich sagen, dem Lob, das Sie sich selbst erteilt haben. Ich erinnere hier an einen Kollegen, den ich nicht gekannt habe, wenn bereits in der Haushaltsdebatte über den Doppelhaushalt für 2013-14 mahnte der FDP-Abgeordnete Lipsdorf, dass das Landesamt für Denkmalpflege seine Aufgaben aufgrund der personellen Kürzungen kaum noch wahrnehmen kann. Und wenn Sie mit den Kollegen vom Landesamt für Denkmalpflege sprechen, dann stellen Sie fest, dass die Zukunft des Landes doch sehr viel düsterer sehen als die Regierungsfraktionen. Und schaue ich nun in den aktuellen Haushaltsentwurf, sollen bis 2018 10% der Arbeitnehmerstellen beim Landesamt gestrichen werden. Frau Große, Sie werden mir es nicht übel nehmen, wenn ich Ihre Formulierung, der Haushalt sei ein gelungenes Werk im Hinblick auf diese Streichungen, für sehr problematisch halte, und trotzdem glaube, dass es eine kulturvolle Debatte ist, die Sie angemahnt haben. In der erwähnten Haushaltsdebatte, aus einer Zeit, in der ich hier nicht stehen durfte, warf Ihnen der Abgeordnete Liebsdorf nicht nur Verantwortlosigkeit beim Bewahren unseres kulturellen Erbes vor. Er kritisierte auch Ihre Blockadehaltung, da kommen wir zum nächsten Thema, bei der Einrichtung einer Denkmalstiftung. Und da frage ich mich nun wirklich, ich habe es hier schon mal angesprochen, habe dafür viel Kritik geerntet, weil es ja doch nicht aktuell ist, als ob etwas aktueller sein kann als die Erhaltung unseres kulturellen Erbes. Seit 2012, seit dem Bericht Ihres Ministeriums, Frau Ministerin, haben wir es schwarz auf weiß. Eine Denkmalstiftung ist aus Sicht des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur ein geeignetes Instrument, um die aufgezeigten Lücken bei der Förderung, der Sicherung und Erhaltung des baukulturellen Erbes im Lande maßgeblich zu schließen. Ist ein bisschen umständliches Deutsch, aber es ist völlig klar, was gemeint ist. Das war im Jahre 2012. Und nun frage ich Sie, eben hat eine Kollegin aus der Regierungsfraktion gesagt, ja, das kann man alles nicht so schnell machen. Das braucht Zeit. Nun frage ich Sie, Sie hatten doch Zeit seit 2012. Wo ist denn nun die Denkmalstiftung? Und erstaunt hat mich auch, dass ja die Koalition in diesem Hause unterstützt worden ist in einem gemeinsamen Antrag von der Fraktion der Grünen und von der Fraktion der CDU. Es war sowas, so haben wir das wenigstens aufgefasst, wie ein parteiübergreifender Konsens, um die Denkmalstiftung wieder auf die Agenda zu setzen. Aber es war offensichtlich nur ein scheinbarer Konsens, denn weder die CDU noch die Grünen vermochten, ihr starres Ideologiekorsett abzustreifen, um genau dem zuzustimmen, was sie ein Jahr zuvor selbst noch hier im Plenum gefordert hatten, wo wir nicht dabei waren. Und jetzt, wo wir dasselbe beantragt haben, wird dem nicht mehr zugestimmt. Nach dem Motto,
Denkmalschutz ist wichtig und notwendig, aber wenn ihn die AfD fordert, ist er falsch und rechtspopulistisch und was auch immer. Das ist keine vernünftige Politik. Und Sie können sich nicht wundern, wenn wir in diesem Hause gerade bei solchen Erfahrungen auch manchmal recht raue Töne anschlagen, denn das haben Sie mit einer solchen Symbolpolitik verdient. Liebe Frau von Hahn, ich schätze Ihre Leitung des Wissenschaft- und Kunstausschusses sehr. Aber ich frage mich doch, ob Sie gerade nach dem, was ich hier vorgetragen habe, sich vielleicht manchmal fragen, wenn Sie bei den nächsten Wahlen vielleicht noch schlechter abschneiden, ob es nicht besser wäre, einfach sachdienliche Politik zu machen und das heißt, Dinge umzusetzen, die Sie ursprünglich mal alle selber gewollt haben. Lassen Sie mich noch ein weiteres Beispiel bringen. Für die kommenden 2 Jahre forderte Ihre Fraktion 15 Millionen zur Erhöhung der Grundfinanzierung der Hochschulen. Betrifft die wieder die Grünen, Entschuldigung. Eine Investition in die Zukunft. Ja, waren wir ganz begeistert, die AfD hätte sofort mitgestimmt. Wäre da nicht eine erstaunliche Tatsache, die heute früh schon mal eine Rolle gespielt hat, dass Sie diese 15 Millionen aus dem Versorgungsfonds der Beamten hier im Lande gegenfinanzieren wollten. Sie wollten die aus dem Versorgungsfonds entnehmen. So ist im Ausschuss debattiert worden. Ich habe das heute wohl mitbekommen, Herr Vogel. Heute sagen Sie, nein, wir wollten die Einzahlung kürzen. Entschuldigung, seien Sie mir nicht böse. Was ist das für eine merkwürdige Finanzierung? Sie nehmen oder Sie verringern, lassen Sie mich ganz vorsichtig ausdrücken, diesen Versorgungsfonds nach dem Motto, ach, Beamtenpension zahlen wir, wenn wir alle nicht mehr hier sitzen und deswegen können wir das Geld ja in irgendeiner Weise verbraten. Wenn Sie einen vernünftigen, sachlich korrekten, finanzpolitisch sauberen Antrag gestellt hätten, hätten wir gern zugestimmt im Ausschuss. Aber manchmal habe ich das Gefühl, Sie haben bewusst einen solchen Antrag nicht gestellt, denn es wäre Ihnen äußerst peinlich gewesen, wenn die AfD Ihnen auch noch zugestimmt hätte. Da kann man nichts dagegen machen. Und das, liebe Kollegen, bringt mich nochmal zurück zu Rot-Rot. Man muss sich ja nicht nur mit den Grünen beschäftigen. Denn auch bei Ihnen, meine Damen und Herren von der SPD und Linken, scheuen sich viele nicht davor, einen Scheck auf die Zukunft auszustellen. Im Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur, wie meine Fraktionskollegen berichten, wohl auch in allen anderen Ausschüssen, wurden die zu erwartenden Steuermehreinnahmen, die wir noch gar nicht kennen und wissen, das sind alles Schätzungen, verpulvert, noch bevor die offiziellen Zahlen überhaupt bekannt waren. Kann man ja versuchen, kann man machen. Aber vielleicht sollte man sich dann für die kritischen Fragen im Ausschuss eine geschicktere Argumentation zurechtlegen und sich nicht wie der Kollege Günther von der SPD auf Angaben im Handelsblatt berufen, die sich dann nach Bekanntwerden der offiziellen Steuerschätzung als völlig falsch herausstellen. Frau Ministerin Kunst, ich möchte am Ende meiner Rede noch einmal auf die Verfassung und den Amtseid zurückkommen und an Sie appellieren. Im Sinne eines parteiübergreifenden Konsenses, Denkmalschutz und Denkmalpflege in diesem Land so wichtig zu nehmen, wie es der Sache, aber auch Ihrem Amt gebührt. Setzen Sie Ihr Versprechen aus der vergangenen Legislaturperiode um und greifen Sie die Ansätze zur Gründung einer Denkmalstiftung endlich auf. Bislang haben Sie das nicht getan und das ist neben der zuvor geäußerten Kritik ein weiterer Grund, warum wir trotz guter Ansätze, die hier auch von den Kollegen angesprochen worden sind, dem Einzelplan 06 als AfD nicht zustimmen können. Dankeschön.